Oana Nechiti, emotionaler Zusammenbruch. Arme Oana Nechiti. Obwohl die Beauty als echte Frohnatur bekannt ist, überrascht sie ihre Fans nun mit einer traurigen Beichte. Oh je. Was ist nur bei Oana Nechiti? Eigentlich hätte die ehemalige Let's Dance-Profitänzerin momentan jeden Grund zur Freude. Schließlich lässt sie als DSDS-Jurorin aktuell alle Castingshow-Fanherzen höher schlagen. Doch jetzt der Schock. Oana Nechiti erlitt einen emotionalen Zusammenbruch. Für ganze 6 Jahre war Oana dabei zu beobachten, wie sie bei Let's Dance übers Tanzparkett fegte. Nach der 11. Staffel war für sie jedoch Schluss. Oana verkündete ihr Tanz aus. Eine Entscheidung, die ihr alles andere als leicht fiel. So berichtet die Beauty im Interview mit RTL, nach der letzten Staffel von Let's Dance hatte ich einen emotionalen Zusammenbruch. Was für eine Schocknachricht. Doch nicht das Showaus setzte Oana so sehr zu. Vor allem ihre Schuldgefühle als Mama ließen in ihr die Emotionen hochkochen. So berichtet sie weiter, Let's Dance war und ist für mich und Erich so viele Jahre Lebensinhalt gewesen. Wir haben wirklich dafür gelebt. Aber als Mutter diese Schuldgefühle zu haben, das ist echt hart. Definitiv ehrliche Worte, die zeigen, Oana ist eine absolute Vollblutmami. Doch wie geht es ihr mit ihrem Job als DSDS-Jurorin? Oana spricht über ihren DSDS-Jurorin-Job. DSDS ist arbeitstechnisch ganz anders eingeteilt. In der Castingphase bist du 2, höchstens 3 Tage irgendwo, dann hast du wieder 5 Tage Pause, erklärt Oana weiter. Des Weiteren erläutert sie, natürlich ist da auch die Tatsache, dass Erich in dem Moment, wo ich für die SDS losgefahren bin, zu Hause war. Mit ihrer Entscheidung, von Let's Dance zu DSDS zu wechseln, lag Oana also goldrichtig.